Letzte Vorbereitungen vor der großen Sause. Mangueira ist eine der 12 renommierten Samba-Schulen in der brasilianischen Hauptstadt Rio de Janeiro. Beim diesjährigen Karneval will sie endlich mal wieder eine Trophäe holen. In diesem Jahr steht thematisch die brasilianische Frau im Mittelpunkt. Die ganz in Pink und Giftgrün kostümierten Tänzer werden beim Schaulaufen im Sambodrom in Rio alles geben. So viel ist sicher. Die brasilianische Frau ist eine Kämpferin. Sie steht morgens um 5:30 auf und kümmert sich erst einmal um die Kinder. Ja, ich bin stolz, die brasilianische Frau und alle Tänzerinnen von Mangueira zu repräsentieren. Mangueira gehört zu den ältesten und angesehensten Samba-Schulen in Rio. Fakt ist aber, dass sie seit 10 Jahren beim Wettbewerb leer ausgegangen ist. Umso größer ist die Motivation der Frauen, die Krone in diesem Jahr zu holen. Während sich die Samba-Tänzerinnen warmlaufen, kommen auch Einwohner und Touristen auf den sogenannten Blocos in Stimmung. Das sind lockere Straßenfeste mit Bands, die in den verschiedenen Vierteln der Hauptstadt veranstaltet werden. Blocos sind eher demokratische Partys, etwas für die Arbeiter. Sie sind offener und spontaner. Der Countdown in Rio läuft. Der Karneval kann losgehen.